Bei Sturm der Liebe muss Shirin einen Schicksalsschlag hinnehmen. Seit ihrem Putzmittelunfall sind ihre Augen geschädigt. Jetzt erfährt sie von Michael, dass ihre Verletzungen nicht so geheilt sind wie erhofft. Shirin muss mit ihrer Erblindung leben. Traurig fügt sie sich ihrem Schicksal und unternimmt erste Schritte, sich in ihrem neuen Alltag zurechtzufinden. Um sich den anderen zu beweisen, will sie trotzdem alleine den Weg zum Fürstenhof schaffen. Dabei ahnt Shirin nicht, dass im Wald eine Sprengung geplant ist. Sie gerät in Lebensgefahr. Währenddessen kann Vanessa nicht mehr an sich halten. Sie will ihre Gefühle für Carolin ausleben. Dabei wählt sie einen ungünstigen Zeitpunkt für eine romantische Geste. Carolin ist davon so entsetzt, dass sie einen schweren Entschluss trifft. Mehr dazu erfahrt ihr bei Sturm der Liebe am Mittwoch um 15:10 Uhr in der ARD.